Hey Freunde, willkommen zurück bei mir und dem Spiel. Okay, ich dachte, was ist denn hier los gerade an der Kiste? Nee, alles okay. Und zwar, es ist mir eine Idee gekommen, wie wir, glaube ich, vorbeikommen hier an diesem ganzen Kack. Ich frage mich bloß, bin mir... Naja, ist egal. Mir war so, als wenn hier mehr Kisten drin waren, explosives TNT. Aber okay. Und zwar hat das hier mit den Kisten zu tun, mir ist eingefallen. Hier kommen wir ja irgendwie nicht vorbei, aber was halten wir davon, wenn wir hier unten die Kisten stapeln? Weil guck mal, hier oben können wir hoch. Das ist genau das einzige Stück, was offen ist. Echt, glaube ich. Wir müssen hier lang. Es gibt keinen anderen Weg. Hoffentlich reichen die Kisten dafür. Ja klar, reichen die. Das sind genügend. Dann hoffen wir mal, dass da drüben das TNT drin ist. Und der Zünder. Das letzte. Also, ich dachte mir, dass das irgendwie drei TNT-Dinger, Kisten sein sollten. Ich weiß es nicht mehr. Ein Zünder ist klar. Boah, Alter, geh doch mal ein Stückchen. Gut, so. Ja, oh ja, ein dicker Fall auf dem Boden. War ja auch irgendwie klar, wa? Einfach so eine billige Stange hin hier hängen. Ah, okay, kann ich nicht mal anfassen. Ja. Das soll irgendwas bedeuten, schätze ich. Was ist denn das? Ein Netz aufgemalt? Aha. Einfach mal ein Netz auf dem Boden aufgemalt. Ach so, guckt mal, das hat geklirrt. Und der NPC, der da stand, der ist nicht mehr da. Heißt auf Deutsch, wir können jetzt durch das Fenster rein. Oh, geh um die Ecke. Geh rum. Feiner Schar. So. Der ist nämlich abgehauen, hat uns gesehen und hat sich erstmal volle Kanne in die Hosen gemacht. Kann ich gut nachvollziehen. Und ich sag schon wieder so. Hier ist, keine Ahnung, was erstmal. Das. Irgendwelche Zahnräder. Irgendwelcher Müll halt. Da oben müssen wir wahrscheinlich die Kiste wegmachen, dann kommen wir auch raus wieder hier. Ja, ich frag mich aber eben immer noch. Naja, es wird schon alles richtig seine Richtigkeit haben. Was ist denn das da unten? Da kommen wir noch gar nicht hin, oder? Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, was hat das jetzt bitte schon gebracht? Ist nicht den Ernst, oder? Ey, ich spring doch nicht darüber. Ja, mal sehen, wartet mal, Freunde. Erstmal die Kiste hier wegmachen. Einfach ging gelaufen. Hä? Achso, die schiebt man auch so. Ah, okay, das ist gut. Es war einfach. Hier kommen wir wieder raus und könnten wir... rein könnten wir so einfach dann nicht mehr, aber... Na gut. Ey, ich vor allem, wenn ich darüber springe, komme ich dann nie wieder zurück. Doch, mit der... mit der Brücke da komme ich aber auch nicht rüber. Na, ich probiere es nochmal. Nee. War das vorher auch genau hier? Ja, bestimmt. Wird schon so sein. Aber das ist hier egal, was hier, glaube ich, draufsteht. Das hat nur diese zwei Funktionen. Na gut, bleibt uns nicht anders übrig, einfach mal das krass drauf, wie wir sind, auszuprobieren. Aber ihr wisst, weicher vorher, weil wir wollten ja nicht alles doppelt sehen. So, und, wow, krasse Sache. Wir sind echt die krankesten Typen der Welt, Mensch. Würde ich niemals machen im Leben, aber okay. Ich werde wahrscheinlich auch nie auf so eine Situation... Hier ist der Zünder ausgestattet mit einem Timer. Wow. Einwandfrei. Ich frage mich, warum sowas hier ist. Ah, guckt mal da an. Da ist der letzte... ich muss zwei Sachen transportieren. Naja, okay. Das geht schon. Ey, guckt mal das Bild hier an. Was steht da? Anke Kleiner oder so. Okay. Ist es immer drauf? Ich glaube, das war nie dabei gewesen. Keine Ahnung. Kann mich eigentlich auf das nicht, daran hier nicht erinnern. Gut, wir nehmen es mit. Schmeißen es schon mal hier runter. Putz. Kaputt gehauen.
Ja, zufällig. Oh, Glück gehabt. Zufälligerweise stürzt sowas immer ein. Oh, Alter, sein Bein. Übel zerquetscht von mir. So, letztes TNT-Fässchen. Schächtelchen. Ja, ich hab doch richtig gewusst. Es waren. Hä? Geht's hier nicht raus? Also muss ich hier rüber. Was waren das, Freunde? Ach so. Bin auf den Schalter gekommen. Das Scheißteil stellt sich immer gleich automatisch so hin. Bup. Also mal voll das fette TNT-Fass runtergeschmissen. Ist ja kacke, ja. Kann er. Was ist denn hier los? Ist das Scheißding runtergeflogen? Oh. Ja, okay, wie gesagt, das hätte sowieso nicht gereicht. Mich sowieso gewundert. Na ja, gut. Ach so. Von unten nach oben könnten wir auch gehen. Ja, bleibt uns gar keine andere Wahl, schätze ich mal, oder? Ich meine, hier kommst du sowieso nirgends voran. Nee, keine Chance. Was ist denn das für ein Häuschen da? Da kommen wir aber nicht rein. Das Schiff ist aber komisch gebaut. Egal. Ach Mann, schon wieder den dummen Schalter runtergeklickt. Können wir da nicht einfach wieder rüberspringen? Wir probieren. Naja, probieren ist doof. Sterbe ich ja wieder, wenn ich Pech habe. Guckt mal, können wir nicht hier einfach wieder rüber jumpen? Ich speichere mal wieder, Freunde. Wupp. Okay, gespeichert. Ach so. Nö, ist egal. Komme ich, glaube ich, wieder hoch, wa? Ja, genau. Oh, wow. Ja, das ist doch viel geiler. Warum soll ich von unten... Upsala. Warum soll ich denn von unten lang gehen? So, ich flack schon mal die Scheißteile raus. Wupp, einfach aus dem Fenster geschmissen. Boing. Patsch. Nochmal rübergesprungen hier. Super, runter. Nochmal einfach dieses sorglos Fässchen, Kistchen holen. Pork, einfach mal in die Wand geknallt. Ist ja nur, könnte ja nur Nitroglycerin noch mit drin sein, aber pff, ist doch scheißegal. Ja. Wir sind einfach mal crank. Wir springen ja auch einfach von so einem wackeligen Kran auf so einen Teilhof. So, wir haben alles. Bom, schmeißen wir. Mann, ich würde dich nicht drücken. Ich würde dich werfen. So. Sup. Sup. Boah, crank, Mensch. So. Okay. Sah so aus, als wenn da schon irgendwie... Mann! Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, nicht dass es explodiert. Mann, du Scheißteil! So, jetzt stell dich auf. Oh, und? Hallo? Hallo? Jetzt. Wow, weg hier! Und? Boom! Übelster Flash von der Explosion. So, wir haben es geschafft, Freunde. Also zumindest die im Ort zu zerstören. Und jetzt haben wir mit den... Yeah! Boah! Und... Oh, ich wusste, dass ich es nicht schaffe. Oh Mann. Und nass. Oh, Bremse, Bremse, Bremse doch mal, du scheiß Auto, ey. Ein Auto, was keine Bremse hat, ist doch völlig doof. Ah ja, okay, wer bremst, der verliert, wa? Ich will mal kurz hier hin. Hier sieht das aus, als wenn hier was wäre. Ja, es ist einfach nur was, was mich ablenken tut. Gut. Soll ich da jetzt einfach durchkarren? Ach. Voll durch. Los. Pock. Oh. Voll. Oh, es ist kaputt. Ey, hallo? Krache mit Noss irgendwo in die Mauer oder sowas. Aber wenn ich hier... Ah, schade, keine Munition drin. Wenn ich hier mal durch simples Holz fahre, ist das Ding kaputt. Ah, was für ein Zufall. Das war aber mal jetzt eine lange Fahrt mit dem Teil. Ich habe das Holz durch die Mauer gerotzt. Ist das übel? Guckt euch das mal an. Oder ist es immer da? Der Aufprall war so heftig gewesen, dass es durch Materie geflogen ist. Ja, toll. Das nützt mir nichts. Ich hab noch keine Waffe oder sowas. Was ist denn das hier unten? Hier unten ist gar nichts. Hier irgendwas? Dann komme ich da auch durch links.
What the? Übelst. Ach, Zombies sind das. Ich habe gerade überlegt, was soll das sein. Übelster Flash. Passt auf, am Ende stellt sich heraus, dass es gar keine Zombies und so alles waren, sondern alles Zivilisten. Haben diese Rissen. Wow, boah, jetzt bin ich erschrocken. Ich wollte gerade sagen, Freunde. Wow, oh, oh. Okay. Ich wollte schon gerade sagen, haben diese Risse irgendwas zu bedeuten? Ja, haben sie. Was? Was ist das, Freunde? Habt ihr das gehört, Freunde? Also, ich schätze mal, das ist ein Fehler. Einer dieser Zombies, denen ihre Zauns sind blieben. Und der Zombie sagt die ganze Zeit, Kimi, Kimi. Warte. Kimi. Töte mich. Ich habe unendlich viele Schmerzen. Geh kaputt. Ich weiß, dass du kaputt gehst. Wow! Oh! Da erschreckt sie immer voll. Woo! Kriegt davon Schaden? Ich weiß nicht, ob ich von dem Wasser Schaden bestimmt. Wow! Geht da mal kaputt? Wow! Okay. Hier ist auch ein Riss. Scheiße. Wo muss ich denn lang? Außen. Ja. Nicht, dass ich dann sterbe hier von diesen komischen Viechern. Na gut, wir lassen das mal. Wir gehen einfach mal weiter. Was ist denn hier? Oh, oh, oh. Da ist ein Zombie, glaube ich. Habe ich jetzt hier... Ich habe gehofft, hier ist eine Waffe. Okay, jetzt habe ich schon drei Sachen, die ich eigentlich vorne, wo dieses Holz war. What? Was ist los? Was ist los? Was zum Teufel war das denn? Ah, Steine von oben. Gut zu wissen, Freunde. Na gut. Ah, es ist tiefes Wasser. Ich werde dann wirklich an diesen Viechern gestorben. Okay. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Mann. Strom? Wo geht denn der überhaupt hin? So, was ist hier hinter eigentlich? Oh, guckt mal, ich kann einfach gegenlaufen und dann geht's auch kaputt. Oder komme ich hier sogar so durch? Ey, das wäre ja... Aber dann komme ich ja nicht mehr zurück. Wow, und... Ja, oh, irgendwie fliege ich immer hoch. Wartet mal, ich könnte... Ah ja, genau so wollte ich's. Ah, ich komme aber nicht vorbei. Wie kriegt denn das kaputt? Kaputt? Wie kriegt denn das am besten kaputt? Kaputt. So. Da sind die Zombies und einer von denen da quatscht noch. Mal sehen, ob es immer noch so ist. Übelster Flash. Da hören wir es immer noch. Und darum ist der Stein, der ganz unauffällig schon da ist. Die machen alle Geräusche noch, höre ich gerade. Wow. Ich weiß nicht mehr ganz genau wo, aber ich muss jetzt aufpassen. So, ich gehe nochmal hier rauf. Gehe nochmal dahin. Jetzt fällt der Stein runter. Und ich... Oh, nein! Nein! Oh, 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 Freunde, das war purer Glück. Okay, man stirbt nicht, wenn man da reingeht. Gut. Nochmal. Aber jetzt kommen wir trotzdem. Ist ja nicht so schlimm. Das hat mir gar nichts gebracht. Hier komme ich gar nicht weiter. Oder? Kann ich mich hier hochlangen? Komm. Ich hab's gleich, Freunde. Ich hab's gleich. Aber man darf hier nicht lang. Ich kann noch nicht mal so richtig gucken, was da ist. Okay, ich darf hier noch nicht lang. Oh, nein, nein, nein. Oh, gut, 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 gut. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung, was das da hinten zu bedeuten lassen. Das ist schon ein Zombie. Hallo. Hallo, Kumpel. Hier ist nichts. Töte mich. Okay, hier liegt was. Freunde, das ist doch was. Das ist doch was. Komm her, mein Freund. Jetzt kriegst du erstmal eins voll auf den Deckel. Werd dir deine hässliche Fresse noch schöner machen. Kann ja nur noch schöner werden. So, Freunde, ich werde jetzt den Part auch gleich wieder beenden. Ich muss gehen nochmal zurück und werde diese Lehmkiste mir auf jeden Fall zu holen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Part. Oh, wiedersehen!